Trump kommt immer mehr unter Druck und das macht die Wall Street sichtbar nervös. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Das ist schon ein ganzes Tohuwabohu, was wir da erleben. Die Märkte gestern zunächst mal ein bisschen schwächer wegen der Ansprache von Donald Trump vor der UN mit echtem China-Bashing. Die haben nicht das gemacht, was sie versprochen haben. Die haben jahrelang auf Kosten der USA gelebt. Wir kennen den Sermon. Das hat die Hoffnungen, die wieder ins Kraut geschossen waren in Sachen Handelskrieg, ein bisschen gedämpft. Dann das schwache Verbrauchervertrauen. Conference Board gestern, alles noch verkraftbar. Aber dann kam eben die Meldung, dass Pelosi, Abgeordnetenhaussprecherin der Demokraten, dann eine Ankündigung machen werde, eine Verkündigung machen werde. Das deutete darauf hin, dass hier wirklich es um Impeachment geht. Und wir sehen, dass dann die Kurse nach unten gingen an der Wall Street, nachdem das bekannt wurde, dass Pelosi diese Ansprache oder diese Verkündung machen wolle. Dann kam Donald Trump und mit einem Konter, in dem er gesagt hat, ja, ich werde diese Gespräche, die ich mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, geführt habe, die werde ich offenlegen, unzensiert, werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das soll jetzt in dieser Woche passieren. Donald Trump hat sich dann hier auch per Twitter dazu geäußert, hat gesagt, ja, ich bin jetzt noch bei den Vereinten Nationen, da wird er heute auch wieder auftreten und werde aber hier diese Informationen unzensiert, fully declassified zur Verfügung stellen. Daraufhin die Märkte, wie wir gesehen haben, wieder nach oben. Aber es herrscht Nervosität im Trump-Lager, etwa bei Mark Noller, der sagt, ja, Trump ist dann gestern wieder in den Trump Tower zurückgekommen. Und da sollte eigentlich ein Foto gemacht werden mit der Mittelost oder mit der strategischen Allianz des Mittleren Ostens. Das wurde dann abgesagt, weil Trump nicht wollte, dass er da erneut Journalisten trifft, die ihm dann unangenehme Fragen stellen. Also man ist durchaus nervös im Trump-Lager. Jetzt ist es grundsätzlich so, es reicht für die Einleitung des Verfahrens, für den Fortgang des Verfahrens, die einfache Mehrheit im US-Abgeordnetenhaus. Und die haben die Demokraten, das ist überhaupt kein Problem. Schwieriger wird es dann im US-Senat, da braucht die Zustimmung für ein Amtsenthebungsverfahren eine Zweidrittelmehrheit. Nun haben aber die Republikaner eine sehr knappe Mehrheit gegenüber den Demokraten im Senat. Das wird also sehr schwierig. Aber es gibt eben doch einige Wackelkandidaten bei den Republikanern, die bereit wären, eben einem solchen Amtsenthebungsverfahren zuzustimmen, wenn sich dieser Verdacht erhärtet. Wie gesagt, diese Woche soll jetzt dieser Mitschnitt, dieses Transkript der Gespräche zwischen Trump und Zelensky dann veröffentlicht werden. Aber da ist natürlich jetzt Action an den Märkten. Wir sehen hier eine gewisse Nervosität, die sich hier breit macht. Und das bleibt also nicht ganz unkommentiert. Es ist überraschend, die Wall Street, die sonst so, naja, sagen wir mal, stumpf ist, immun ist gegenüber allen schlechten Nachrichten, da, wo die Wahrscheinlichkeit eigentlich gar nicht so groß ist, dass wirklich dieses Impeachment-Verfahren eingeleitet und erfolgreich sein wird, da ist sie sehr, sehr nervös. Das ist das, was derzeit auffällig ist. Ich hatte gestern ja gezeigt, dass auch bei dieser Wettplattform Predict It, sage es voraus, auf Deutsch übersetzt, hier gestern massiv die Wahrscheinlichkeit nach oben geschossen ist unter großen Umsätzen, dass Trump impeached wird. Dann allerdings die Veröffentlichung oder die Tweets von Donald Trump, dass er das Gespräch mit Zelensky veröffentlichen wird. Hier geht es übrigens um den Sohn von Joe Biden, dem wahrscheinlichen Herausforderer oder einem der möglichen Herausforderer von Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Das ist Hunter Biden. Hunter Biden ist Vorstand in einem ukrainischen Gaskonzern. Nun muss man wissen, dass Joe Biden, sein Vater, damals unter Obama auch in der ganzen Ukraine-Frage zuständig war. Damals ja diese Geschichte mit Russland, Annexion der Krim etc., die Unruhen in der Ukraine. Damals Joe Biden, derjenige, der sich vorwiegend darum gekümmert hat. Jetzt sein Sohn sozusagen im Vorstand eines Gaskonzerns. Hat natürlich schon ein bisschen ein Geschmäckle. Trump sagt, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Da sind kriminelle Geschäfte. Und es ist ja der Vorwurf dieses Geheimdienstmitarbeiters, der bisher namentlich nicht bekannt ist und auch der genaue Vorwurf oder die genauen Aussagen sind nicht bekannt. Man weiß nur, dass dieser Geheimdienstmitarbeiter sagt, dass Trump dieses Geld, was eigentlich schon zugesagt war, von 400 Millionen Dollar an die Ukraine, an die Bedingung geknüpft hat, die Auszahlung an die Bedingung geknüpft hat, dass
Der ukrainische Präsident versucht hier widrige oder Gesetzwidrigkeiten zu finden von Hunter Biden, um das dann sozusagen gegen Joe Biden zu verwenden. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Die Zahlung ist tatsächlich zurückgehalten worden, lange Zeit. Es geht hier um ein Telefonat im Juli. Gestern hat sich Trump wieder geäußert und gesagt, ja, wir haben es zurückgehalten, weil die Deutschen und die Franzosen und die Engländer nicht zahlen. Immer müssen wir zahlen, immer das Gleiche, wir zahlen. Wir sind ja die Bank der Welt. Ist natürlich alles völlig unrichtig. Die Deutschen haben da schon sehr viel reingesteckt und sind vor allem mit die Leidtragenden dessen, was die Amerikaner möglicherweise auch in der Ukraine veranlasst haben. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Hoffnung. China sagt, wir wollen Schweine aus den USA kaufen. Kein Wunder, nachdem man etwa 30% seiner Schweinepopulation bisher hat töten müssen aufgrund der Schweinepest. Auch andere Landwirtschaftsprodukte sollen gekauft werden. Die Chinesen, die wollen es jetzt auf billig. Die sagen, hey Trump, wir kaufen deine US-Landwirtschaftsprodukte und dann gibst du Ruhe. Okay, die gestrigen Aussagen von Trump hat man kommentiert, auch seitens des chinesischen Außenministeriums, hat gesagt, naja, wir sollten zusammenarbeiten, diese Konfrontationen machen keinen Sinn. Das führte zu nichts, relativ defensive Reaktion der Chinesen. Man ist also guten Willens, man will jetzt vor dem 1. Oktober keinen Stress haben und Trump ist unter Druck und wird aber, wenn er sich beim Wort nimmt, von der gestrigen Rede vor der UN, eben einen solchen Plastikdeal, den die Chinesen ihm anbieten wollen, wir kaufen Landwirtschaftsprodukte und du gibst erstmal Ruhe, dem wird er nicht zustimmen können. Schauen wir uns die Charts an, was da passiert von Capital.com. Hier sehen wir den S&P 500, 2974 aktuell. Wir sehen hier, das ist ein größerer Chart, ein Tageschart, mögliche Topbildung, Fragezeichen. Im Bereich 3020, 3025. Wir sehen beim Dow Jones im kürzeren Zeitfenster hier diesen stärkeren Abverkauf, dann diese leichte Erholung, die wir jetzt dann sehen. Für den DAX wird das bedeuten, dass wir um und bei reinkommen bei 12.270. Ähnliches Chartmuster runter. Pelosi, Rede von Donald Trump vor der UN. Schwaches Verbrauchervertrauen, Conference Board, es gibt einige Gründe für die Märkte derzeit ein bisschen skeptisch zu sein. Wir haben hier den Euro-Dollar an der 1,10er-Marke, wir sehen Gold 1528 wieder ein bisschen nach unten gekommen und wir sehen Crude mit einiger Schwäche, 56,86 $, nachdem gestern die API-Bestände, die Bestände des American Petroleum Institutes, die von diesem Institut berechnet wurden, um 1,5 Millionen Barrel gestiegen sind, also reichlich Lagervorräte vorhanden sind, negativ für den Preis. Ist eine spannende Geschichte. Erstaunlich, dass die Wall Street so nervös agiert, wenn doch eigentlich die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, dass es dieses Impeachment-Verfahren wirklich durchgezogen werden kann. Erfolgreich sein wird, Zweidrittelmehrheit, wie gesagt, im US-Senat eigentlich unwahrscheinlich. Oder sind da ein paar Leute informierter und wissen, da ist wirklich was dran? Trump hat ja durchaus einige Angriffsflächen. Die Ukraine schien bisher ein Thema zu sein, was nicht wirklich an erster Stelle steht, jetzt aber an erste Stelle rückt. Wir werden sehen, was heute passiert. Heute datenseitig nur Verkäufe neuer Häuser USA, 16 Uhr und 16.30 Uhr, dann die Öllagerbestände. Ansonsten wird die Wall Street jede Headline jetzt in Sachen Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump spielen, rauf oder runter. Wir werden warten auf das Transkript des Gesprächs zwischen Zelensky und Trump. Das wird dann möglicherweise der nächste Trigger. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesem Mittwoch und sage Servus und ciao.